Einem Forschungsteam ist es jetzt gelungen, zum ersten Mal das menschliche Gehirn mit dem Internet zu verbinden, und zwar in Echtzeit und dauerhaft. Und in Zukunft sollen dann auch wirklich Daten auf unser Gehirn übertragbar sein. Brauchen wir dann überhaupt noch Interfaces wie Smartphones und Computer? Und was passiert dann, wenn wir mit dem ganzen Wissen verbunden sind? Das erfahrt ihr jetzt bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Es klingt nach Science Fiction pur, aber Forschungsteams und Unternehmen weltweit tüfteln mit Hochdruck daran, das menschliche Gehirn direkt mit Computern und vor allem auch mit dem Internet zu verbinden. Nicht nur Facebook ist da dran, sondern auch der Unternehmer Elon Musk mit seiner Firma Neuralink. Über die haben wir ja vor kurzem hier bei Klicks und Science Fiction ausführlicher berichtet. In seinen Vorstellungen können wir in einigen Jahrzehnten elektronische Geräte direkt mit unserem Gehirn verbinden, und zwar mit Hilfe implantierter Chips im Hirn, die Bits und Bytes in Gedanken übersetzen können und umgekehrt. Auch Facebook hat ähnliche Pläne. Menschen sollen demnächst direkt aus dem Gehirn heraus Worte im Computer schreiben lassen. 100 Worte pro Minute seien das Ziel. Eine Textnachricht zu schicken, ohne dabei das Smartphone aus der Tasche zu holen. Das hatte Facebook im vergangenen Jahr auf der Entwicklerkonferenz F8 in Kalifornien bekannt gegeben. Das Unternehmen beruft sich auf Forschungen an der Stanford University, bei denen eine gelähmte Frau 8 Worte pro Minute in den Computer eingeben kann. Bohnengroße Elektroden im Gehirn erkennen die Aktivität der Neuronen, wenn sie einen bestimmten Buchstaben tippen wollen. Das Forschungsteam von Facebook sei nun dabei, sehr empfindliche Sensoren zu entwickeln, die die Aktivitäten im Gehirn sehr genau verfolgen können. So wäre es dann auch nicht mehr notwendig, die einzelnen Buchstaben im Kopf zu bilden, was zudem auch dazu führen können, dass wir bald auch andere Sprachen sprechen könnten, und zwar ohne sie vorher zu lernen. Der Gedanke an einen Behälter in der Hand, aus dem man Flüssigkeit trinken kann, könnte dann direkt mit dem entsprechenden Fremdwort für Tasse auf Japanisch oder Englisch umgesetzt werden. Was bereits heute schon funktioniert, ist die Kommunikation zwischen zwei Menschen, die Hirnströme über das Internet austauschen. Dies ist einem Forschungsteam aus Washington schon vor 3 Jahren gelungen. Da haben wir auch drüber berichtet. Der erste Proband mit einer EEG-Kappe auf dem Kopf bekam alle möglichen Dinge auf einem Bildschirm gezeigt, zum Beispiel Tiere oder Gebäude. Der zweite Proband saß in einem anderen Raum und sollte herausfinden, welche Dinge seinem Mitstreiter gerade gezeigt worden waren. Dazu konnte er Fragen stellen, indem er das betreffende Bild mit einem Cursor berührte. Bei seinem Kollegen blinkten dadurch 2 Lampen in unterschiedlicher Frequenz. Eines für die Antwort Ja, eines für Nein. Proband 1 musste dann nur noch das richtige Licht anschauen. Dann wurden seine Gehirnströme in ein digitales Signal übersetzt und übers Internet an den Fragesteller rübergeschickt. Und der dann wiederum seine Haube aktivierte. So wurde ein Magnetfeld in seinem Sehzentrum in der Großhirnrinde stimuliert und er sah Licht, wenn die Antwort Ja lautete. Auch wenn es kein echtes Licht war, doch für seine Neuronen macht das keinen Unterschied. Die Trefferquote des Experiments lag bei 72%. Schon ziemlich wahnsinnig. Ein weiteres Projekt, menschliche Gehirne mit dem Internet zu verbinden, hat jetzt vor kurzem erste Erfolgsergebnisse geliefert. Ein Forschungsteam aus Johannesburg hat die elektrischen Impulse des Gehirns per Livestream an eine Website übertragen, also in Echtzeit und ständig, also auch unterwegs. Das Ganze nennt sich BrainTanet und funktioniert so: Die Testpersonen tragen ein Gerät, das ein EEG aufzeichnet, also die elektrische Aktivität des Gehirns, und diese dann grafisch darstellt. Die EEG-Signale werden an einen Raspberry Pi Computer weitergeleitet, der sie wiederum an eine Programmierschnittstelle übergibt. Durch die Verwendung eines Codes ist es dem Programm möglich, mit anderen Programmen zu kommunizieren, und so konnten die Daten an eine Webseite weitergeleitet werden. Zusammengefasst wurden hier also menschliche Gehirnaktivitäten über ein technisches Medium an das Internet übertragen und in Echtzeit und dauerhaft. Und es geht noch weiter, denn die beteiligten Forscher behaupten sogar, dass in naher Zukunft das auch andersrum funktionieren wird. Dass also Daten und Informationen von einem Computer ins menschliche Gehirn übertragen werden können. Falls dies alles funktioniert, würde es die Welt, wie wir sie kennen, komplett umkrempeln. Anstatt eine E-Mail zu tippen, würde es ausreichen, einfach kurz an den gewünschten Inhalt zu denken. Der Computer verwandelt unsere Gedanken dann in entsprechenden Text. Zudem hätten wir Zugriff auf Gedanken und Erfahrungen anderer Menschen. So könnten wir also problemlos die Erfahrungen von anderen erleben, zum Beispiel die eines Promis oder eines Soldaten. Auch wenn wir bestimmtes Fachwissen haben wollen, müssten wir nur an den Wunsch denken und könnten schon die Gedanken entsprechender Expertinnen und Experten herunterladen.
Doch natürlich gibt es auch hier wieder mögliche negative oder sogar fatale Folgen, denn wer garantiert uns dann, dass Gedanken nicht einfach wahllos gelesen werden bzw. mit anderen geteilt werden? Klingt alles nach Science Fiction pur und viele Experten und Experten zweifeln auch an der Umsetzbarkeit dieser Vision, denn selbst Supercomputer sind derzeit lediglich in der Lage, wenige Sekunden der Aktivitäten des menschlichen Gehirns aufzuzeichnen. Fest steht jedenfalls noch einen Schritt weiter und schon sind wir bei einer der drei Visionen des sogenannten Transhumanismus, der digitale neue Mensch auch Upload bezeichnet. Diese Vision ist ziemlich radikal, denn demnach wird das Bewusstsein des Menschen durch eine vollständige Digitalisierung transformiert. Der Name dieses Prozesses Whole Brain Emulation oder auch Uploading. Das Gehirn wird hier also quasi als austauschbare Hardware definiert. Mensch und Maschine haben sich dann so angenähert, dass eine digitale Kopie von Personen möglich ist. Eben wie ein Download der Identität. Unsere jeweilige Gehirnsoftware kann dann auf Avatare überspielt werden. Ja, alles das ist noch Zukunftsmusik, aber das andere, das hat schon stattgefunden. Es werden also erhebliche Fortschritte erzielt und die Daten zwischen Hirn und Internet werden immer genauer übertragen. Einerseits wow, andererseits ein bisschen spooky. Können dann Gehirne in Zukunft gehackt werden? Und was passiert, wenn Gehirne mit künstlicher Intelligenz verknüpft werden? Da gibt es eine Menge technischer, aber auch moralischer Fragen. Wenn ihr keine Videos zum vernetzten Gehirn und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social-Media-Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die. Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Künstliche Intelligenz entwickelt sich immer schneller. Bis dann. Bleibt dran.